Gut. Scheiß Snapper. Sonst habe ich aber, glaube ich, immer länger gebraucht. Ich mich recht entsinne. Oh, was ist denn das? Bergkristall? Was der überhaupt gut ist? Irgendwas hier? Ist nicht da? Ach, da liegt ein Pfeil. Habe ich den verloren? Manchmal, also, stehe ich einfach im Pfeil. So, jetzt hier, Typ. So. Wir haben es geschafft. Wie ist die Moral deiner Männer? Du willst wissen, wie die Moral meiner Männer ist? Die können vor Angst kaum noch arbeiten. Erledige diese Snapper, sonst dreht noch einer durch. Hä? Ach, das sind noch woanders welche. Okay. Tja, waren es wohl nicht nur die drei da oben. Da ist noch einer. Einer ist ja nur. Ach, drei Stück ist natürlich einer keine Herausforderung mehr. Da ist nichts zu plündern. So. Ach, Sumpfkraut. Kann man ein paar Joints drehen. Jetzt da drüben eigentlich hin. Ach, hinter die Burg. Gehen wir da mal rüber. Später. Oder jetzt? Oder später? Ach, ich weiß später. Jetzt haben wir aber alle, oder? Was ist eigentlich mit dem hier? Kann man den noch was erzählen? Ach. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Fayette will, dass ich die Echsen jage. Und ich empfange meine Befehle nur von Fayette. Und mein Befehl lautet, die Schorfstelle zu bewachen. Und genau das mache ich auch. Vielleicht hilft dir jemand anders. aha. Hey, du. Nein. Hallo, Spiel. Nee, ist nicht aufhängen. Toll, jetzt reagiert es nicht mehr. Super. Ah. Das hat sich aber nicht wirklich aufgehört. Warte noch einen Moment. Und noch einen Moment. Ich glaube, es hat sich aufgehangen. Jo, schon. Müssen wir nochmal vom Speicherpunkt aus neu machen. Haben wir nach den drei Snappern gespeichert? Ach, ich glaube nicht. Ach, Mann. Na gut, bis gleich. Hä? Ins Inventar kann ich, aber. Okay, ich dachte, das hat sich gerade wieder gefangen, weil das Inventar gerade aufging. Nein, also nochmal. Ich glaube, wir müssen es doch komplett neu starten. So, jetzt machen wir die nochmal. Tja, leider hat sie es ja aufgehangen. Wegen dem Typen dort unten, dem Billgott. Arschloch. Na gut. Nochmal die drei Snapper. Oh Mann. Zwei. Oh, der ging daneben. Ah, die haben mich alle getroffen. Das schafft man niemals. Toll, echt. Also wenn wir jetzt. Ach, ein zu früh geklickt. Nein. Nochmal. Den hier. Also wenn wir jetzt nochmal sterben, mache ich die fix offscreen und
schneiden das dann zusammen. So, jetzt mal gucken. Dass man die aus einem günstigen Winkel was angreifen, dass nicht wieder der eine Zauber hier im Boden versinkt. Ach, die sind aber auch nervig, die nagen aber auch ständig an hier. Ach, wie haben wir denn die vorhin geschafft? So, da sind wir wieder auf dem Stand, wo es sich vorhin aufgehängt hat. Diesmal machen wir vorsorglich eins. Und zwar speichern. So, gucken, was er zu sagen hat. Die Snapper sind erledigt. Gute Arbeit. Mit all den anderen Viechern da draußen werden wir wohl fertig. Sagt mir, wie viel Erz ihr bisher gefördert habt. Richte Garand aus, dass wir bisher nur 2 Kisten Erz fördern konnten. Durch die ständigen Angriffe habe ich bereits zu viele Verluste hinnehmen müssen. Wenn mir Garand mehr Männer schicken kann, dann können wir auch mehr Erz fördern. Verstehe. Ich sag ihm Bescheid. Gut. Dann liegt jetzt alles Weitere bei dir. Wir werden hier die Stellung halten, solange wir können. Gut. Gucken wir auf die Karte, wo die nächste Position ist. Ganz da drüben und zwischendrin, das weiß ich noch, müsste mal. Ach, da kann ich mit dem Mauszeiger zeigen. Ich glaube, ich erinnere mich auch noch an das Richtige. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Oder war das hier irgendwo versteckt? Ne, da ging es bis zu dem Turm. Und gucken wir mal auf die Karte. Bei dem Turm konnte man jetzt. Tja, wo war das? Gucken wir uns mal da unten um. Vielleicht war das da. Ach, ich habe vergessen, das Mana aufzufüllen. Moment. So. Ja, Pilz nochmal reinpfeifen. Hilfslandsurfs, das. Kraut. Okay. Wo sind die letzten 2 hingeschossen? Da ist nichts zu holen. Gut. Da ist nichts zu. Sammeln. Da sind wir hergekommen aus dem kleinen Tal da unten. So, die Fliegen erledigen mal wieder. Ach, wir wollten die Wölfe auch mit dem Bogen erledigen. Das auch geht. Um hier ein bisschen Mana zu sparen. Ja. Hörst du mal? Na kommt näher ran. Was ist laut hier? Umgebung, oder? So, hier. Ach, Mann. Komm doch mal ran, ihr Fliegen. Ach.
Zack, getroffen. Nein, du. Oh. Mit der Held der Arbeit echt. Ja, zack. Jetzt. Oh, schon wieder eine Stufe gestiegen. Oh, so bist du mal. Ist das sich von so einem kleinen Wolfblatt machen? Echt. So, was hat er denn Feines? Pech, Bergkristall, oh, ein Ring. Ach, wo ist ein Silberring? Keinen magischen Effekt. Er hat auch nichts Vernünftiges. Hey, den kennen wir doch. Hey, ich dachte, du wärst tot. Ja. War ich auch. Jetzt bin ich wieder hier und suche nach Beweisen für die Ankunft der Drachen. Für wen machst du das? Ich arbeite für Lord Hagen. Mit Hilfe der Paladine können die Drachen aufgehalten werden. Die Paladine? Jetzt sage ich dir mal was. Nachdem ich von hier fliehen konnte, war ich in Korinnes. Ich wollte die Paladine vor den Drachen warnen. Weiß der Henker, warum ich das überhaupt versucht habe? Denn dieser aufgeblasene Lothar hat mir nicht mal zugehört. Geschweige denn mich zu Lord Hagen vorgelassen. Stattdessen haben sie mich mit der Expedition wieder hergeschickt. Also, erzähl mir nichts von den Paladinen. Mit wessen Hilfe auch immer. Wichtig ist nur, dass wir die Drachen aufhalten, solange wir noch Zeit dafür haben. Aufhalten? Wir sollten unsere Ärsche aus dem Tal schaffen, solange wir noch Zeit dafür haben. Hör zu, ich brauche diese Beweise. Okay, wenn ich dir helfen kann, werde ich das tun. Aber ich werde meinen Kopf für niemanden in die Schlinge legen. Was ist mit den beiden toten Rittern vor deinem Versteck? Der Kampf gegen eine Gruppe von Snappern wurde ihnen zum Verhängnis. Das Minental hat halt seine eigenen Regeln. Ich hab's ihnen gesagt, aber sie wollten nicht auf mich hören. Okay. Was muss ich über das Tal wissen? Mit dem Fall der Barriere hat sich hier einiges verändert. Die Orks haben mir das Sagen. Wir Menschen sind nur noch Futter für die wahren Herrscher des Tals, die Drachen. Weiche allem aus, was stärker ist als du. Und halte dich von allem fern, was nach Drache aussieht. Werde ich tun. Ich bin im Auftrag von Garond unterwegs. Er muss wissen, wie viel Erz bisher geschürft wurde. Und dann gibt er dir die Beweise, die du haben willst? So sieht's aus. Also, kannst du mir was darüber erzählen? Na klar. Was willst du wissen? Was weißt du von Silvestros Erz? Hier hinten in der Höhle sind 4 Kisten Erz, die Silvestros Männer geschürft haben. Die kann sich Garond gerne abholen, aber dann werde ich nicht mehr da sein. Sag mal, wie bist du eigentlich über den Pass gekommen? Ich denke, da sitzen die Orks rum. Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine, der nicht von Orks besetzt ist. Gut zu wissen. Dann werde ich mich wohl bald nach Korinnes aufmachen. Hab dann noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Wie bist du an das Erz gekommen? Ich war bei Silvestros Truppe. Wir schürfen da also schon ein paar Tage. Da wird Silvestro auf einmal unruhig. Er meinte, wir müssten das Erz unbedingt an einen sicheren Ort bringen. Naja, da ich eh vorhatte, mich abzusetzen, habe ich dann die Sicherstellung des Erzes übernommen. Und das war mein Glück, denn die Schürfer sind auf einige Minecrawler gestoßen. Und das hat keiner überlebt. Kannst du mir was beibringen? Dafür haben wir keine Zeit. Ich habe echt Wichtigeres zu tun. Na gut. Oder soll's beibringen. Hui, Glitzerkisten. Nett. Gut. Bleibt uns doch nur noch. Was denn? Da haben wir's. Eins aufzumachen zum letzten. Jetzt war der Weg einfach folgen. Klingt einfach. Ist es wahrscheinlich nicht. Ich bin gespannt.
Der wird bestimmt von Orks belagert oder so. Müssen wir bestimmt wieder irgendwo außen rummatschen, wo es dreimal länger dauert oder